Ein Vergleich: Libyen und das Dritte Reich. Warum Kriege geführt werden. Verfolgte man die Entwicklung in Libyen seit Kriegsbeginn, so ergaben sich interessante Parallelen zu den Ereignissen um das Dritte Reich. Hier wie da schuf eine autoritäre Führung aus einem ruinierten Land einen Wohlfahrtsstaat für die überwältigende Mehrheit der Bürger. In Libyen, ausgebeutet von Kolonialismus und Monarchie, in Deutschland, ausgepresst von den Folgen des Ersten Weltkrieges. In beiden Staaten sorgte die Führung für eine ausgewogene Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums und erzielte beachtliche Fortschritte in der Entwicklung der sozialen Leistung und des wirtschaftlichen und technischen Fortschritts. Die Führung redete nicht um die Probleme herum, wie das oft in den Parlamenten heutiger westlicher Staaten die Regel ist, sie handelten. Beide versuchten sich von der Knechtschaft durch die internationale Hochfinanz zu lösen. Ein staatseigenes Banksystem sorgte für die Unabhängigkeit von den im Rest der Welt grassierenden Finanzkrisen. Diese Politik blieb nicht nur auf das eigene Territorium begrenzt. Deutschland entwickelte internationale Wirtschaftsbeziehungen in Form eines Tauschsystems, ohne dass Banken als Zwischenhändler ihren beträchtlichen Obolus kassierten. Libyen, als reiches Ölland, konnte sogar gegen die Konkurrenz der Weltbank bestehen und anderen afrikanischen Staaten Finanzhilfe ohne Wucherzins und Auflagen zur Liberalisierung und Demokratisierung leisten. Mehr noch, Gaddafi plante ein vom Westen unabhängiges Finanzsystem für Afrika. Beide Gesellschaftsmodelle, der deutsche nationale Sozialismus und die Basisdemokratie des libyschen Sozialismus, bewährten und verfestigten sich und es zeichnete sich ab, dass sie Beispiel für andere Nationen sein konnten. Anders dagegen der Kommunismus Lenins und Stalins. Schon die Einrichtung des Sowjetstaates kostete Millionen Menschen das Leben. Nur mit Gewalt ließ sich das System aufrechterhalten. Das kommunistische Wirtschaftssystem trug von Anfang an den Keim des Untergangs in sich. Somit stellt der Kommunismus, abgesehen von seiner militärischen Schlagkraft, keine wirklich dauerhafte Bedrohung für die Macht der Hochfinanz dar. Wo Licht ist, da ist doch Schatten. Sowohl in Libyen als auch im Dritten Reich wurden Oppositionelle hart angefasst. Widerspruch gegen die herrschende Doktrin wurde nicht geduldet. Das mag unmenschlich erscheinen. Unter dem Gesichtspunkt, dass die zurückgedrängten Finanzgewaltigen alle Hebel, besonders die der Beeinflussung durch Medien, in Bewegung setzten, um die ihnen nicht mehr hörigen Regime zu stürzen, jedoch aus rein machtpolitischer Sicht nachvollziehbar. Als sich abzeichnete, dass die beiden Herrschaftssysteme nicht von innen heraus zu beseitigen waren, wurden die Stimmungsmache vom Ausland her angefacht. Beide Führer mutierten zu menschenverachtenden Diktatoren. Die prozentual geringe Gruppe, der in ihrer Auffassung und Zielen unterdrückten, avancierte im Volk an sich. Berichte über Gräueltaten machten die Runde und nehmen immer breiteren Raum in den Medien ein. Noch kann man sie nicht mit Beweisen hinterlegen. Die Regime halten die Fäden fest in der Hand. Die überwiegende Mehrheit steht zu ihren Führern. Jetzt beginnt die Phase des Boykotts. Damals riefen die jüdischen Organisationen zur Handelsrepression gegen das Dritte Reich auf. Heute sind es die Organisationen der freien Welt des Westens. Kriegsstimmung wird aufgebaut. Natürlich beginnen die Guten keinen Waffengang. Sie benötigen etwas Schützenswertes, das es zu retten gilt. Um den Eindruck von Neutralität und Gutmenschlichkeit zu sichern, dürfen die, die bereits den Boykott initiierten, dabei zunächst keine Rolle spielen. Deutschland fühlte sich stark genug, die eigenen Interessen geradlinig zu verfolgen. Die Reparationszahlungen wurden eingestellt. Zumindest die deutsch besiedelten, nach dem Ersten Weltkrieg geraubten Landesteile sollten zurück ins Reich geholt werden. Dies konnte natürlich gut als aggressives Verhalten dargestellt werden. Als die Versorgung Ostpreußens und Danzigs durch die Polen unterbunden wurde und die Repression gegen Deutsche in den besetzten Gebieten unerträgliches Ausmaß erreichte, startete die Reichsführung, aus ihrer Sicht, eine Rettungsaktion. Ein gefundenes Fressen für die Gegner des nationalsozialistischen Systems. Auch ein Überfall auf ehemaliges Reichsgebiet ist ein Angriffskrieg. Da half kein Zurückrudern, da halfen keine Friedensangebote. Jetzt konnte der Schlag gegen das verhasste System geführt werden. Jetzt konnte die Gefahr für das so einträgliche Geschäft mit dem weltweiten Wucher beseitigt werden.
Gaddafi handelte weitaus überlegter und vorsichtiger. Mit ständigem Taktieren gelang es ihm, sein Gesellschaftsmodell über Jahrzehnte aufrechtzuerhalten und Anlässe für eine Intervention zu vermeiden. Ohne Zweifel stand Libyen nicht so sehr im Fokus wie das Dritte Reich. Trotzdem verloren die Finanzjongleure Libyen nicht aus dem Auge. Gaddafi ließ sich weder von den Anschuldigungen, verantwortlich für diverse Terroranschläge zu sein, noch von der Bombardierung seiner Hauptstadt durch US-Streitkräfte 1986 zu unüberlegten Handlungen provozieren. Geschickt spielte er seine Waffe, das Erdöl, aus und konnte so bis Anfang 2011 die Position Libyens festigen. Aber auch Gaddafis Geschichte hat kein gutes Ende gefunden. Ein inszenierter Aufstand war der Aufhänger für die Invasion Libyens. Öffentlich deklariert als Aufrechterhaltung einer Flugverbotszone zum Schutz von Zivilisten. Wie in den 30er Jahren wurde auch Gaddafis Verhandlungsangebote totgeschwiegen und ignoriert. Die NATO-Meute stürzte sich mit aller Macht auf das Land vom Diktator zu befreien. Gemeinsam mit den Truppen und Rebellen kamen die eingebetteten Journalisten. Sie haben die gleiche Aufgabe wie im Zweiten Weltkrieg Hollywood, die Operation auf genehme Art zu dokumentieren. Der Welt soll ein Bild vermittelt werden, das ohne Abstriche die Alliierten bzw. die NATO als edle Befreier und die Angegriffenen als menschenverachtende Diktatoren darstellt. Damals wie heute werden Nachrichten von Massenmorden und Gräueltaten verbreitet. 50.000 Gefangene wurden von Gaddafis Leuten massakriert, Massengräber wurden aufgefunden. Erst standen diese Berichte nur vereinzelt in den Schlagzeilen. Noch stand das Volk zu seinem Führer und kämpfte mit allen Mitteln gegen die militärische Übermacht mit ihrer geradezu unermesslichen Ressourcen. Allzu sehr übertriebene Propagandalügen sind noch nicht in der Weltöffentlichkeit darstellbar. Erst nach der Invasion, als das Volk demokratisiert wurde, wurde das wahre Ausmaß der Verbrechen Gaddafis offenbart. Jedes Leugnen dieser Tatsachen wird in der neuen Demokratie unter Strafe gestellt. Hollywood bastelt bereits an einer Historie der Befreiung. Tripolis wurde als Kulisse für die Kriegsberichterstattung in der Wüste von Katar gestellt. Was uns als Live-Nachrichten über die Ereignisse in der libyschen Hauptstadt auf dem Bildschirm präsentiert wurde, hat sich als Schauspiel entpuppt. Aufmerksamen Zuschauern sind kleine Fehler der Kulisse aufgefallen. Ähnlich den Dokumentationen über die Zeit des Krieges gegen das Deutsche Reich werden ständig neue Fälschungen entlarvt und Unstimmigkeiten auf unabhängigen Netzseiten aufgedeckt. Trotz der Vernichtung der libyschen Staatsmedien drangen die Berichte über die Kriegsverbrechen der NATO und ihrer Statisten über Twitter, unabhängige Journalisten und das Internet an die Öffentlichkeit. An eine kleine Öffentlichkeit. Noch glauben die meisten Bürger an das, was jeden Abend als Tagesschau über den Bildschirm flimmert oder was uns als geschichtliche Wahrheit in Form von Doku-Soaps eines Guido Knopp präsentiert wird. Immer mehr Menschen decken jedoch diese Inszenierung auf, die als Rechtfertigung der nicht enden wollenden Kriegstreiberei eines Staates und seiner Diener dient, der sich selbst als Gottes des eigenen Landes bezeichnet. Bestens dokumentiert finden die Enthüllungen zu den Vorgängen um 9/11, die den Krieg gegen die islamische Welt einläuteten, bereits den Weg in die Mainstream-Medien. Auch über die Kriege im Irak, gegen Jugoslawien, Korea, Vietnam kommen den Aggressoren wenig genehme Tatsachen an die Öffentlichkeit. Das angebliche Attentat auf die Maine, der Auslöser des Krieges gegen Spanien, entpuppte sich als eine Lüge. Über den Untergang der Lusitania wurde sogar ein Dokumentarfilm im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gesendet, in dem offenbart wurde, dass auch hier ein menschenverachtendes Spiel inszeniert wurde, dem 1200 Zivilisten zum Opfer fielen und das den Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg zur Folge hatte. Das gab dem Deutschen Kaiserreich den Todesstoß und führte letztendlich zum Unglück des Dritten Reiches. Gibt es Zusammenhänge zwischen weltweiter Kriegspropaganda, die die Besiegten noch generationenlang in psychische Knechtschaft zwingt? Zwischen der Ernennung von unliebsamen Machthabern zu Diktatoren und deren Beseitigung durch die Gemeinschaft demokratischer Nationen? Der Internetblog Alles Schall und Rauch beendete einen Artikel über die Lusitania mit folgenden Sätzen.
Die bewusste Provozierung der Versenkung der Lusitania, um Amerika in den Ersten Weltkrieg zu ziehen, reiht sich in alle anderen Auslöser für Kriege ein. Der Angriff der Japaner auf Pearl Harbor als Grund für den Eintritt Amerikas in den Zweiten Weltkrieg, bewusst provoziert und geschehen lassen. Der Angriff der Nordvietnamesen auf einen amerikanischen Zerstörer im Golf von Tonkin als Auslöser für den Vietnamkrieg hat nie stattgefunden. Und die Attacken von Bin Laden mit seinen 19 arabischen Helfern als Grund, um Afghanistan und den Irak überfallen zu können, sind alles Geschichtsfälschungen, glatte Lügen oder sogar selbst inszenierte Ereignisse, um die Bevölkerung für einen Krieg in Stimmung zu bringen und diese rechtfertigen zu können. Wir können fest damit rechnen, dass der nächste Krieg genau so provoziert, inszeniert und mit falschen Behauptungen, wir sind angegriffen worden, begründet wird. Nichts ist so, wie es scheint und wie es uns mit Propaganda verkauft wird. Geschichte ist eine Lüge, auf die sich die Historiker einigen.